Lefwiba geschlagen. Übertrumpft von unserem Genie, das mehr getan hatte, als nur ein Teammitglied zu retten. Es hatte eine Freundin gewonnen. Es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Sie führen diese Unterhaltungen, denen keiner von uns folgen kann. Ich denke ja, sie sind füreinander geschaffen. Dimitri war ebenfalls verliebt. Seine neue Tauchausrüstung war ihm zu Kopf gestiegen. Wir wurden informiert, dass er beim Cooper-Tresor-Job unser Froschmann sein würde. Nicht, dass einer von uns ihn darum gebeten hätte. Und zum ersten Mal tauchte Carmelita nicht auf und wollte jeden ins Gefängnis stecken. Ach, ich werde ihr eine Postkarte schicken. Sie soll sich ja nicht ausgeschlossen fühlen. Ja, und damit hätten wir das soweit auch fertig. Wir können jetzt noch mal gucken. Oh mein Gott. Dann machen wir das ja mal, oder? Aus der Hintertür des Vans kannst du es sehen. Du suchst den Schatz unter Zaus Vergehen. Super, also erstmal zum Van laufen, würde ich sagen. Ich würde sagen, den machen wir erstmal. Das waren wahrscheinlich alle Schatzsuchen. So, aus dem Van kannst du sehen, irgendwas, keine Ahnung. Die Spur des Vans, also hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann. Alles klar. Machen wir jetzt erstmal das alles, ne, von den ganzen anderen hier, wollte ich auch eben sagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das war falsch. Weil ich auch gerade was sagen wollte, bin ich durcheinander gekommen. Also, da das wahrscheinlich alles Schatzsuchen sein werden, machen wir die jetzt als erstes, bevor wir die anderen machen. Die anderen Herausforderungen bei dem vorletzten Kapitel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Och Mann, warum macht der das denn manchmal? Hier war auch falsch. Ich weiß eh nicht, was ich machen sollte. Was für eine Pagode zu... Muss ja hier sein. War aber nicht hier. Hä, was für eine Pagode, Alter. Hä, was steht da auf was ganz anderes? Geh 18 Schritte über die Brücke. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Werde dich 14 Schritte vom Unterschlupf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich muss aufpassen. Bin ich nicht schon an dem vorbeigegangen? Des nächsten Bogens, also da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdammt, Mann. Mehr von nicht. Ja, komm. Geh 7 Schritte auf die Haupthalle. War es jetzt hier? Nö. Ich bin runtergefallen, deswegen... Hier. Und dann bestimmt da lang. Nee, nicht da. Das war falsch. Da. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Ah, hier ist schon das Ende.
So, und zurück. 100%. Dann gucken wir mal hier. Folge Schatzkarte. Ja, wieso nicht? Machen wir das einmal schnell. Alles fix fertig. Na, es ist jetzt ja nicht immer das Schwerste. Das war... Auf dampfendem Kanaldeckel geht's los. Zählst du die Schritte recht, wird die Belohnung groß. Auf dampfenden Kanaldeckel... Wo ist denn der dampfende Kanaldeckel? Mann. Ah, hier wahrscheinlich. Du brauchst Wasser, also wird's da oben sein. Aber wir machen kurz mal, wo war der K.O.-Scheiß? Knockout, meine ich. So, dann gehen uns die Gegner nicht mehr so hart auf den Zack hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meide den Käse. Geh 10 Schritte von ihm weg. Dahin oder dahin? Danke. Wow. Ja, erstens musste er weg und zweitens war das Scheißteil sowieso im Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schau zum Brunnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Windmühle ist allein und ungeschützt. Ja, jetzt die Frage. Die? Da? Nee, da muss es ja das andere gewesen sein. Ja. Penelope spielte nur, als sie von dieser Höhe herab sah. Hä? Da lang? Ach, als wenn. Was soll ich denn gegen den jetzt machen? Ach, komm! Was sollte ich gegen den jetzt machen? Von ganz vorne... Super, jetzt kann ich das von ganz vorne machen. Ich bin jetzt bei 25. 26, 27, 28, 29. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Sieh hinüber und gehe 13 Schritte in Richtung der Heimat des Cooper-Doppeldeckers, also da lang. Sie, diese Windmühle steht, doch wird sie geschützt. Ja. Jetzt kommt drauf an, welche das ist. Die hier oder die hier oder die hier. Die hier. Aber warum ich da vorne herstehe, weiß ich nicht. Habe ich die 100% jetzt hier auch? Ja. Aufruhr Down Under. Also das dauert auch mal seine Zeit hier, diese Schatzkarten zu machen. Geh von den Stufen der Gefängnishütte des Gurus aus vom Bergwerk Lager zum Schatz. Von den Stufen der Gefängnis muss ich jetzt dann nach oben rauf? Oder was heißt das? Oh, wo war denn das rauf? Es war hier lang, ne?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wo das war. Ich glaube, das war hier drauf. Halt, mach doch. Gefängnishütte, ne? Nicht von seiner eigenen Hütte, ne? Ich gehe, glaube ich, gerade zu seiner eigenen Hütte. Wartet mal. Ups. Gefängnishütte. Ja, super. Na egal. Hat wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt da oben lang gehe oder nicht. Ist halt sehr angenehm, wenn man das alles so machen kann hier. Wenn man die ganzen Sachen hat. Kein Gegner hört sich, wenn du einen killst und keine Ahnung, kann sich unsichtbar machen und so. Benutze ich zwar nicht so, aber naja. So, von wo denn jetzt? Geh von den Stufen der Gefängnishütte. Hier? So. Geh 9 Schritte in Richtung der großen Maschinen. Ah, lustig. Die da. Diese hier? Ich hätte da wieder hoch. Ah, warte, ich kann doch da hochspringen. Oh, stimmt. Die Bar war da. 1, 2, 3. Wie viele? 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als wenn die mich gehört haben. Warte, auf welchem Knopf hatte ich das? Oh, verdammt. Wo hatte ich denn den Knockout-Sprung? Wieso habe ich den da weggenommen? Wieso ist der da weg? Ach, den halt. Leck mich. Den kleinen Laster. Warte. Auf den kleineren der Laster. Keine Ahnung. Da kann es nicht sein. Auf welchen kleineren der Laster? Die meinen doch nicht das kleine Teil da, oder? Es war richtig, aber ich glaube nicht. Das ist so verwirrend. Zwölf verbrannt. Als wenn. Als wenn man da genau ins Feuer reingeht. Aber es muss ja hier. Das ist der große. Da muss ich ja da lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feuer. Hä? Dann muss das ja falsch sein. Oder da lang. Da kann auch nicht sein. Weil das ist auf jeden Fall hundertprozentig der große Laster. Ja, es war auch richtig, anscheinend. Okay. Entgeht den wirbelnden Riesen. Und den versteckst also da lang. Die letzten 8 Schritte bringen dich zu einem einsamen Felsen. Inmitten irgendwo. Hä? Es war richtig.
Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 3 Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.